Den zweiten Teil fand ich hier im Spiel nicht mal so interessant. Ich mochte den dritten. Der dritte ist super. Würdest du sagen, der dritte Film ist hier der beste? Ja. Also nee, nee. Welchen Film ist am besten? Anfang vierter. Anfang vierter? Die erste Map vom vierten Teil. Okay, ja, danach, kann ich verstehen. Danach die hier und dann die vom dritten. Danach die vom zweiten und danach die beiden Dschungel-Maps. Gehe ich übrigens gerade richtig? Ja, oder? Ja, hier ist es doch, oder? Ja, hier ist die Bantu-Wind. Von dem, was ich... Ja, oder? Hier rein? Du hast gerade irgendwas noch freigeschaltet am Ende. Haben wir jetzt die wirklich... Ne, wir haben das nicht gemacht. Okay, Leute, dann kommen. Oh. Komplett spontan zu der neuen Folge. Wir machen heute den ersten Film zu Ende und fangen den zweiten Film an. Mit Zalawalla. Wie ich sehen kann. In dem weißen Anzug. Vom ersten Film. Van. Ist dir aufgefallen, dass Salah in jedem zweiten Indiana Jones Film vorkommt? Im ersten, im dritten und im fünften. Guck mal. Ja, jedem Ungeraden, ne? Und die Nazis kommen auch in jedem Ungeraden Film vor. Ja, der ist immer dabei, wenn die dabei sind. Vielleicht Zusammenhang. Wer weiß? Wenn du ein Ranking machen müsstest, jetzt nachdem du alle Indiana Jones Teile, weil wir haben ja gerade den fünften geschaut. Ja, stimmt, jetzt, wo wir es hier aufnehmen, haben wir gerade den fünften Teil geschaut. Also ja. Dial of Destiny, Rat des Schicksals, so was man auch so im Casino kennt. Und ich muss sagen, ich fand den Film relativ gut. Ich fand den auch ganz gut, also. Aber er war anders als erwartet. Ich dachte, es wird da mehr um Zeitreisen gehen, aber es ging mehr um die Suche nach dem Artefakt. Spoiler, sorry. Aber. Ja. War interessant zum Anschauen gewesen, auf jeden Fall, wenn die da in verschiedenen Epochen noch weiter gewesen wären, aber. Ich weiß nicht, soll ich den Film spoilern oder. Ich würde sagen, der ist jetzt schon lange genug draußen, also. Wenn man es sich jetzt anschaut, das ist eh schon als DVD erhältlich und ich glaube, das ist. Ah, du bist hier mit dem Auto. Was? Aber haben wir kein Auto? War hier nicht eins? Doch, da hinten. Ein Bike. Stimmt, die sind auch schwer genug, um da drauf zu gehen. Und da oben war noch was. Sammeln bitte den blauen Start ein. Bitte, wir brauchen das Geld. Nein! Was machst du? Ich muss alles wieder einsammeln. Oder oben war noch einer versteckt. Hab ich gerade gesehen. Hier. Wenn du ein Ranking machen würdest, also für alle Indiana Jones Filme, wie würde es aussehen? Der erste auf jeden Fall Nummer 1. Was hat dir da am meisten gefallen? Naja, war halt, ist halt ein Klassiker, so, es ist halt der erste. Verdammt, ich hab den kaputt gemacht, glaube ich. Oh nein. Stimmt. Es gibt ja zum vierten Teil. Problem. Okay. Nein. Oh, okay, gut. Es gibt zum vierten Teil so ein Lego-Set vom Tempel für 100 Euro, was ich früher haben wollte. Oh. Und das hier ist der Eingang davon, den du da links siehst. Hä, lol. Voll random, dass das hier ist. Ja. Und das war vor allem nicht mal im Film zu sehen, dieser Eingang mit dem Kopf. Also, bevor wir weiterreden, ich möchte ganz kurz nur sagen... Okay, ja, verständlich. Ich möchte ganz kurz nur sagen, Lego, warum macht ihr keine Sets vom fünften Film? Der bietet sich doch so gut an. Vor allem auch ein Videospiel mit dieser neuen Star Wars Engine. Also, ich habe mich auch schon lange drauf gefreut, dass ich das dann auch miterleben kann, wo man wirklich mit dieser neuen Engine spielen kann, die meiner Meinung nach viel spaßiger ist. Hm. Und Schäfer, da wären dann alle Filme dabei gewesen. So, warte, haben wir das Geld? Warte mal, bevor wir es jetzt einsammeln, ich glaube hier irgendwo in den Ecken gibt es vielleicht noch zum liegenden Start oder so. Wir haben doch eigentlich alles jetzt wieder eingesammelt, ne? Bei solchen Leveln mit Wasser ist es auch gerne irgendwo versteckt, wo man nur hin kann, wenn das Wasser je nachdem höher oder tiefer ist. Ja, das geht hier aber in diesem Level nicht. Ja, oh, das war's. Du hast da was. Hast da was, Vista? Hast da Vista? Vista, was ich meine? Hier ist ja wirklich nichts. Das kann doch nicht sein. Irgendwo fehlt noch was. Ich meine, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht verloren. Und so viel kriegt man auch nicht von dem Blauen. Oder ist hier noch was? Hä, das macht ja gar keinen Sinn.
Warte mal, da haben wir. Haben wir da Wasser aufgedreht? Ja. Ja, haben wir. Plattform hier weiter unten, aber das haben wir nur aufgedreht, indem wir mit dem Motorrad hier drauf gefahren sind und das können wir ja nicht rückgängig machen. Also müssen wir nochmal hier rein. Warte, geh mal mit der Peitsche da hoch und dreh mal an diesem Rad. Welchem Rad? Dreh am Rad. Am Rad des Schicksals. Ja. Okay, dann gehen wir zu einer Zeiten weit vor unserer Zeit. Wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Ey, was ist das Problem, aber. Ja, was hast du jetzt gemacht? Michael, wo hast du das Geld versteckt? Ja, ich glaube, wir müssen nochmal neu rein. Wir haben irgendwas gemacht. Ich glaube, das hat was mit dem Wasser zu tun, wie du schon sagtest. Ich glaube, Bendys Patentochter war schon hier vor uns. Das erklärt, warum hier kein Geld mehr ist. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ich fand den Film ganz gut. Ah ja, erster Film war ja am besten. Ah, dann würde ich sagen, der dritte. Dann der fünfte. Dann die anderen beiden, also 2 und 4, finde ich ungefähr gleich gut, gleich mittelmäßig. Hä, jetzt aber guck mal, das ist schon so. Hä? Siehst du das? Das ist schon so. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch gar kein Geld oder sonst was. Oder kann man... Kann man ja später nochmal probieren, wenn du dann dieses zweimal Geld-Ding hast. Ey, das kann wirklich sein, dass man das nur so bekommt. Ja, weißt du was? Komm, dann lassen wir's. Machen wir mit der Story weiter. Ja. Freunde. Wir werden jetzt ein bisschen durch hin und her drücken alles, aber... Aber uns fehlt noch was. Wir fehlt ein Charakter und... drei blaue Stats. Einen hast du vorhin noch gefunden. Weißt du, was, wo der Charakter ist? Weißt du das? Nee, gerade nicht mehr. Ich komm mit, ich komm mit. Hä? Ja. Warte, haben wir das ja eigentlich schon gemacht? Nö, wir haben ja jetzt alle goldenen Truhen, das heißt, wir können jetzt. Ach, stimmt, weißt du, noch auf der zweiten Insel, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das müssen wir auch noch eben nachholen. Ich bin gerade eingefallen. Das können wir auch noch machen. Bam! Bam! Hihi. Aber ja, wie gesagt, fünfte Film kann ich empfehlen, der geht länger. Also so 2,5 Stunden oder so. Länger als die anderen. Das ist auch der längste Film, kann das sein? Von allen Indies, ja. Aber ich finde, der war wirklich gut. Nur ich muss ehrlich sagen, so das Ende fühlte sich ein bisschen gerusht an. Und das hat auch kein. Es hat sich nicht so schlüssig angefühlt für mich. Als wäre das jetzt wirklich das Ende. Ja. Als könnte man jetzt sagen, ja, das war jetzt komplette Saga. Es fühlt sich so ein bisschen an, als kommt da vielleicht noch was. Aber wir wissen alle, es wird nichts mehr kommen. Das war der letzte Film mit dem Schauspieler. Danach sind sie alle zu alt, um noch weitere Filme zu machen. Vor allem, wie der noch am Ende den Hut genommen hat. Das war so eine eindeutige Anspielung. Man wollte das wahrscheinlich wie einen alten Film machen. Yeah. Ja. Das könnte jetzt noch weitergehen, aber was der vierte Film, finde ich, besser gemacht hat, der hatte ein richtig schlüssiges Ende mit dieser Hochzeit. Ja. Ich möchte nicht genau spoilern, was... Oh, da, der Blaue. Nein, wo ist der? Nein! Ich komme da noch nicht dran! Ich muss tauchen lernen. Ich möchte nicht genau spoilern, was mit Matt passiert ist, aber ich kann euch sagen... es gibt keine Möglichkeit, dass er als nächstes drankommt. So wie es ja viele vermutet haben vorher. So, jetzt kommt ein neues Level. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht heißen soll. Weiß ich nicht. Oh, ein Ofen. Hör, wie das aussieht. Wie echtes Lego. Halbleine. Ich wusste, der Vulkan hat noch irgendeine Bedeutung. Das ist unser Bonuslevel in eine hyperrealistische Welt. Oder so. Hä? Hm? Ja, ich würde dann sagen, die letzten Alter, ich kann nicht reden. Letzten. Oh. Hö, was zum. Welcome to Bonus Stage! Aber was ich sagen wollte, die letzten drei blauen Steine, die auf der Overworld noch fehlen, die mache ich dann offscreen, weil mit Michael das jetzt zu suchen dauert zu lang. Wo man vom Teufel spricht, jetzt bin ich matt. Vom Teufel? Achso, ja, stimmt, ja. Aber ich mag diese Level, das ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, wenn man hier jedes einzelne Level einmal durchgespielt hat, das hier dann zu spielen, ist wirklich eine schöne Belohnung. Dieses Lego-Haus, was du hier unten siehst, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen. Ja, hast du schon. Das Haus wollte ich damals unbedingt haben, ich habe es im Katalog gesehen, ich finde das so cool.
Eine Schaufel. Ah, ist das schön hier. Guck mal, der gleiche Hintergrund. Guck mal, im Hintergrund. Hab ich ja gerade gesagt. Ja. Ja genau, wir sollten uns am besten trennen. Es tut mir leid, Mann. Aber im Film haben wir uns auch getrennt. Alter. Sohnemann. Geh nicht in die Armee. Naja, wie auch immer. Ich find's super, dass ein paar Fan-Favorites zurückkamen. Und generell das Thema mit Zeitreise fand ich auch interessant, weil ich mag Zeitreisen halt so. Find's interessant. Es gibt verschiedene Konzepte ja auch, wie man Zeitreisen. Ich hab's aber noch nicht ganz verstanden, weil der Erfinder der, ich sag mal, der Zeitreisemaschine, der hat ja. Was? Archimedes war ja, das. Genau. Muss ich immer an den Vogel von Team Fortress denken. Der hieß auch so. Aber ja, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das sein kann, dass er die Armbanduhr hat, die er dann ganz viel später im Film erhält. Naja, wie auch immer. Ja, das hat er ja praktisch in der Vergangenheit erhalten. Ja, aber dann, das sagt ja irgendwie, dass er 2-3 Mal schon alles erlebt hat, dass das ja, alles so ein endloser Zyklus ist. Es gibt verschiedene Arten, wie man Zeitreisen in Filmen darstellt oder generell Konzepte dafür, und das ist einer davon, dass praktisch alle Zeitreisen schon geschehen sind. Naja. Es gibt noch so ein beliebtes Argument dagegen. Ja, Zeitreisen können nicht möglich sein, weil wenn sie möglich wären, wäre jetzt schon jemand aus der Zukunft zurückgereist. Oh Mann. Wobei das auch wieder so ein Thema ist. Es gibt ja Bilder, die angebliche Zeitreise zeigen, die dann in 50ern oder 60ern mit irgendeinem Handy rumlaufen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass mir die Nebencharacters, die mit Indy zusammengereist sind, nicht so doll gefallen haben. Also der Junge, der war in Ordnung, der hat mich halt ein bisschen an den aus dem zweiten Film erinnert. Der war in Ordnung, aber jetzt auch nicht krass. Und ich weiß nicht, also die Lady, ich fand die im zweiten Film schon super nervig, wie sie hier ständig rumgeschrien hat und super nervig generell war. Aber die war einfach nur ein Arschloch. Du meinst Helena, die Patentochter von Indy? Ja, genau, die Patentochter. Ich weiß auch nicht. Also, klar, hat man am Ende nochmal gesehen, dass sie auch eigentlich nett sein kann, aber hat bei mir irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ja, bei mir auch nicht. Aber man hat auf jeden Fall bei dem Film einen riesigen qualitativen Unterschied gemerkt. Wenn du den ersten Film anschaust und dann den anderen Film anschaust, merkst du sofort, welcher heutzutage gedreht wurde. Wobei der erste ja auch bahnbrechend für die Zeit damals war mit diesen ganzen echten Action-Szenen. Aber leider ist der Film ja nicht so gut angekommen. Oh, schau mal, ich brauch dich, Jörn. Ich bin aber auch gespannt, ich frag mich auch, woran das liegt. Also war das zu wenig Marketing? Ich glaube wirklich, es war zu wenig Marketing. Weil der Film selber, der kann's ja nicht sein, der war ja nicht schlecht. Also beim vierten Teil, da wurde ja richtig gehatet. Was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt verstehen kann. Ja, okay, CGI war cringe, aber wir haben schon oft genug erwähnt. So schlecht war der für mich. Aber auf jeden Fall, ich glaube einfach bei dem neuen Film jetzt, die haben ja ihre 400 Millionen Budget ganz knapp nicht mehr reingebracht. Ja, genau, wieder reingebracht. Also die haben insgesamt Minus gemacht, was ich halt schade finde. Die hätten Plus machen können, wenn sie ein bisschen mehr ausgegeben hätten für Marketing und alles, finde ich. Wenn ich mich auch an meine frühere Kindheit zurückerinnere, wie das damals war, als der vierte Teil rauskam, da hat man überall Marketing dafür gemacht. Da waren überall Werbung im Fernsehen, Actionfiguren davon. Die gibt's ja auch, Actionfiguren für den Film. Ja, aber die wurden auch nicht so krass beworben im Fernsehen. Ja. Wenn du zum Beispiel ins Freibad gegangen bist damals, da gab's Eis am Stiel und auf dem Stiel drauf war zum Beispiel der Kristallschädel so draufgedruckt. Hä, was? Oha! Ja, aber es gab's damals im Freibad noch so Indiana Jones Eis. Das war auch sehr nostalgisch für mich. Cool. Es gab Lego Indiana Jones Sets, es gab, ja, die gab es dieses Mal auch, aber das war ja, aber die sah ja nichts, haben ja nichts mit dem Film zu tun gehabt, die neuen Sets. Oh, wir sind durch. Sondern die waren ja einfach nur von den alten Filmen, nicht mal dem zweiten Teil, was sie eigentlich machen wollten. Ja. So, wir haben es durch. Aber damals hat man ja die Sets gemacht, um den vierten Teil auch nochmal zu bewerben. Und wenn du auf die Lego-Website damals gegangen bist, da gab es dann noch eigene Minispiele und eigene Minifilme, wo es nur um Lego und Indiana Jones ging. Und sowas würde es heute nicht mehr geben. Ja. Das ist aber traurig. Wir gehen gleich nochmal zurück. Wir gehen erstmal hier rein, damit wir direkt weiterreden können. Machen wir jetzt das Bonus-Level. Ja. Ich weiß noch nicht, wo das war. Ah, ist doch direkt hier. Direkt hier, ja. Ich glaube, da waren wir doch. Das ist schon offen.
Oder in welchem hatten wir nicht gemacht? Das wäre das vom zweiten. Warum kann ich nicht in das Menü scrollen, wenn ich nicht beim Menü bin? Ah, jetzt kommt wieder dieser Bug, dass ich aus irgendeinem Grund wieder auf einem neuen Save bin. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel so verbuggt ist manchmal. Ich hatte das vorhin auch schon vor der Aufnahme. 14 doch, war im zweiten. Ja. Der vierte Indiana Jones Film damals ist auch in den ersten Wochen im Kino richtig gut angekommen. Also, die waren wahrscheinlich nach den ersten drei Filmen, die wirklich gut waren, auch noch richtig gehypt dafür. Aber den Hype habe ich vor dem fünften Film jetzt nicht gespürt. Ja. Hatten wir es einfach nur aufgebaut gehabt und dann nicht gemacht? Kommen wir jetzt wieder hoch irgendwie? Oh nein. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ach hier, einfach ins Land. On the land, swimming on the land. Wir müssen da in die Mitte, damit wir diese Bikes fahren können. Aber die ganze Folge geht jetzt nur um den fünften Film. Aber haben wir auch nichts gegen. Wir auch ein bisschen über den reden. Wow, ich kann fliegen. Die Aliens haben mich abducted. Oh, wir können jetzt beide mit Auto fahren. So mit dem fliegenden Fahrrad. Wahrscheinlich war das Landspielung dran. Aber wenn man, ich möchte mal jetzt kurz, nachdem ich halt meine Meinung schon zum Film jetzt gesagt habe, möchte mal kurz ein paar Ideen geben an Lego und deren Marketing-Team. Ich finde trotzdem, dass ihr immer noch Lego-Sets machen könnt über Indiana Jones. Vor allem auch den neuen Film. Zum Beispiel gab es so viele Szenen, die ich jetzt sagen könnte. Zum Beispiel, als sie auf dem Boot waren und das herausgefunden haben, wo eigentlich das andere Teil Ding da ist, ne? Mit der Tafel in der Hand. Das war zum Beispiel eine. Was ich meine? Die waren aber nicht auf dem Mond. Oh, wo sie auf dem Boot waren? Ach so, ich habe Mond verstanden. Nein, wo sie auf dem Boot waren, dann diese Tafel in der Hand hatten. Diese Szene meine ich. Das wäre perfekt für so ein Lego-Set. Oder der Starter mit dem Zug. Ja, oder für, generell für so ein Videospiel. Einfach diese eine Szene ganz relativ am Ende, bevor sie Zeitreise machen, in diesem Sturm. Mit dem Flugzeug, wo die da durch. Das würde so gut aussehen mit neuer Grafik, dieser Sturm. Und dann, wo man so ein Level macht, wo man in so einem Flugzeug rumfliegt. Ich weiß, ich hasse Level, wo man in einem Fahrzeug rumherirrt, aber das wäre trotzdem richtig geil. Vor allem. Also, ich habe jetzt Lego Star Wars mit der neuen Engine gespielt und ich finde, die Fahrzeuglevels da machen richtig Spaß. Also, ja? Ich denke nur, die Fahrzeuglevels. Die haben es mal richtig gemacht? Achso, ich weiß nicht, du hast es glaube ich noch nicht gespielt. Ne, ich habe es noch nicht gespielt. Du bist dann in Third Person und fliegst dann quasi so durchs Weltall und kannst dann auf andere schießen und dich wenden, das ist richtig cool. Okay, mein Auto macht komische Faxen. Das hört sich gut an. Und ja, also Leute, wenn ihr wollt. Und hier gibt's nicht so, in Lego Star Wars gibt's nicht solche Faxen wie hier. Ja. Dass du auf einmal so rumbackst und dann mit deinem Fahrrad so irgendwo in der Luft hängst. Ja. Ja, Leute, also wenn ihr Lust habt, könnten ich und Michael irgendwann, vielleicht nächstes Jahr oder generell irgendwann mal auch ein paar andere Lego-Spiele spielen, wie zum Beispiel Lego Star Wars, wenn euch das interessiert. Ja. Nein! Och man, bin wieder runtergefallen. Damn it! Boah, ist aber auch knapp hier rauszukommen. Was knackert hier die ganze Zeit so? Weird. Ja, aber lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr eigentlich den Film fandet. Aber hätte ich damals das Geld und die Zeit gehabt, dann hätte ich den auf jeden Fall auch live im Kino mir angeschaut. Das kann ich euch sagen. War immerhin meine letzte und einzige Möglichkeit, Indiana Jones selbst mal im Kino mitzuerleben. Und davor habe ich das noch nie im Kino gesehen. Also ich wäre alt genug gewesen, um den vierten zu schauen, aber es ist damals nicht dazu gekommen. So, Michael, ich glaube, du hast doch jetzt keine Lust, dass ich das mit dir live mache. Deshalb, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn ich das offscreen hole. Hier oben ist eins von denen. Ist aber auch sehr blöd versteckt, da kommt man nicht so gut ran. Ah ja, da ist noch eins. Ich weiß aber nicht, wie man da rankommt. Okay, doch, jetzt weiß ich's. Ich glaube, dafür brauche ich wahrscheinlich einen weiblichen Charakter. Das heißt, ich gehe einfach in ein Level rein. Ja, genau, und gehe dann wieder raus. Hab dann Marion. Und sie kann hoch genug springen. Hoffentlich. Bitte, bin ich hier. Das nicht! Hä? Nein? Da muss man da drauf schießen? Kann ich das auch mit dem Fisch machen? Ja,
Mit dem Fisch kann man es machen. Genau, hier war ja irgendwo in der Nähe eins, was Michael letztens gemacht hat. Ja, ich habe schon von ganz weit weg gesehen. Hier oben. Kann ich das da drauf werfen? Ja. Alle! Ah, und spawnt sogar direkt hier. Weiß nicht, ob das immer zufällig ist oder immer in der Nähe. Das hier, achso, das war Punkt jetzt mal 2 oder 3. Und das hier war schnelles Bauen. Na gut. Okay, ich habe herausgefunden, wie man da unten den letzten Charakter freischaltet. Ein bisschen kompliziert, aber wir brauchen auf jeden Fall das hier, dieses Flugzeug. Und es hat mit der Struktur hier oben zu tun, denn wenn man das so dreht, dass das, glaube ich, so ausschaut. Nee, andersrum, glaube ich. Nochmal. Ich glaube, wenn das so ist, wenn man nach ganz oben geht, ja, aus irgendeinem Grund spawnt hier dann aus dem Nichts dieses Ding und man kann auch hier direkt hochgehen, um das zu sehen. Ja, damit man auch direkt sehen kann, was man dafür braucht. Man braucht dieses Flugzeug hier. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss das halt nur nachschauen. Hui, aber mit A-Druck kann man so drehen. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja lustig. Ja, ist auch Geld. Aber das Problem ist, dass das Ding sehr schnell ist. Wie man sehen kann. Okay, nice. Wo lang, wo lang, wo lang? Okay, hab's erwischt. Wie habe ich das nicht erwischt? Ich hab sehr viel Geld. Boah, zu hoher Looping. Ah, so soll man in diesen Satz kommen eigentlich. Okay. Ja, und da haben wir den letzten Charakter, der Captain, der ihn die überhaupt hier hingebracht hat. Alles, danke. Wohin? Yippie! Yahoo! Yeah, Ehrenrunde! So, dann würde ich sagen, kaufen wir ihn uns direkt mal, Captain Katanga, und dann auf zum zweiten Film. So, wunderbar, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, und jetzt machen wir weiter mit der Tempel des Todes, der zweite Film. Guck, was da steht, Club Obi-Wan. Club Obi-Wan, auch im Film stand das da. Ja. Ja, das gleiche Prozedere wie immer. Und, oh Gott, ich sehe schon, wer das hier ist. Hauen wir einfach direkt mal an. Gucken, wie sie den zweiten Film umgesetzt haben. Der zweite Film war ja sehr kontrovers. Naja, was, weil er auch viel dunkler war. Also der war damals, als er rausgekommen ist, auf jeden Fall sehr kontrovers. Ich finde, jetzt wird er immer positiver gesehen, das wie mit den Star Wars Prequels. Ja. Nachdem die Sequels rauskamen, mögen Leute wieder Teil 1 bis 3. Vielleicht auch 4 irgendwann. Wie gesagt, CGI ist können, ein bisschen schwierig, ja. Aber ja. Wobei. Ach, schau mal, der Ort! Das ist die Hub-Lobby vom ersten Teil. Bong. Das war einfach Oppenheimer in der ersten Reihe. Da, siehst du, was ich meine? Ja. Endlich mal eine Show hier. This is what I signed up for. Und werden einfach reingeworfen in das zweite Level oder dritte oder so. Club Obi-Wan. Club Obi-Wan. Auf jeden Fall. Wir waren gerade im Club Obi-Wan. Ich finde. Ja, okay. Wow, guck dir das mal an. Ja, warte. Ich mache es uns lustiger. Ich kann einen Geheimcode anmachen, indem ich die Schlangenbeitsche anmache. Schlange war ja auch ein großes Thema in den alten Indiana Jones, auch im zweiten. Auch im fünften jetzt, also eigentlich in jedem Film, glaube ich. Ah, im fünften nicht so wirklich. Ja doch, diese Aale dort. Ja, Aale, gesagt, aber keine, ja, Schlange. Der hat, kurz zu dem gesagt, ja, die Aale dort, die sehen so ähnlich aus wie Schlangen. Und er, ja. Nein, keine Schlangen. Ja, aber es war eher nur so eine Hommage an diesen Joke. Aber jetzt haben wir, diese genannt? Charlie, ne? Was? Unsere Schlange, ja, hieß nicht Charlie oder so. Hast du sie nicht so benannt? Stimmt, ja. Wie findest du die Hub-Lobby, die wir bisher sehen? Ich finde, das sieht echt cool aus, so eine chinesische alte Innenstadt. Das hat schon was. Hat was, ja. Kann man nicht rein, ist zu klein. Da braucht man den kleinen Jungen für, um das Level zu erreichen.
Den werden wir dann auch noch sehen. Ich finde diese Farbeffekte so cool davon. Dass du so special Tränke, die du werfen kannst. Die hattet ihr im ersten Teil aber nicht. Ich glaube, das soll Parfüm sein. Ach so, ja, macht Sinn. Hier kannst du hoch. Komm mal rüber da. Oide, komm mal rüber da. Brauch dich. Das ist ja eigentlich nicht wichtig, dass wir Münzen sammeln. Hier kann man eh nicht. Das ist ja immer die Lobby praktisch. Nee, da kann man trotzdem Münzen sammeln. Lohnt sich trotzdem. Das ist ja Gesamtgeld. Ja, wenn du dir was kaufen willst, aber damit kann man nicht wahre Abenteurer machen. Hä, wie soll ich das denn bitte machen? Mit der Peitsche? Ja, siehst du doch, dass es nicht erlaubt ist. Oh. Oh. Kommt das hin? Hier kommt das hin. Hier ist das erste Level. Also wir können auch keinen Bonus-Stuff machen, ohne das erste Level abgeschlossen zu haben. Also, let's go! Oh. Da ist er ja. Nicht. Das ist der aus dem ersten Film, oder? Oder war das ein kleiner Junge? Der kleine Junge. Ja? Das sah aber ähnlich aus wie der... Ich finde schon, dass er ähnlich aussieht wie der eine Pilot-Typ da aus dem ersten Film. Egal. Die haben halt beide dieselbe Kappe. Achso. Die hatten im Film wirklich die gleiche Kappe von derselben Football-Meister. Oh! Oh nein, es fängt an mit so einem Level, Michael. Oh nein. Die Statue sieht cool aus. Aber ja, das ist alles komplett blind für mich. Wie sieht's mit dir aus? Ich habe das ja schon mal gespielt, aber ich finde diese Levels auch nervig, vor allem wenn man dann wahre Abenteurer machen möchte. Ja, aber kannst du dich noch dran erinnern halt? Ja, so grob. Du musst hier eben solche Tuk-Tuks angreifen. Tuk-Tuks? Heißen die so? Ich glaube, das sagt man tatsächlich so dazu. Die hat man ja auch im fünften Film gesehen, die wurden da auch so genannt. Ja? Ja. Bam! Down! Ich hab die befreit! Wie befreit man Tiere, die eingesperrt sind? Man überfährt sie. Was? Aber hab ich gerade gemacht. Muss mal zurückspulen, mal anschauen. Da schießt irgendwer. Da, ich hab ihn gesehen. Ey! Bam! Und der nächste. Mit so einem Hubwagen. Ja, aber ich muss sagen, ich find die Area hier ganz cool, weil es einfach nur so ein kleines Kästchen ist. So eine kleine Stadt. Finde ich ganz cool, das Level eigentlich. Wenn man alles im Überblick behalten kann, ne? Das stimmt, ja. Ja. Komm schon. Bam. Der braucht mehrere Hits. Dann gebe ich dir mehrere Hits. Aber keine Hit-Single! Ich sehe nur Double. Komm, den machen wir klein. Zusammen. Bam! Yeah! Und wie gesagt, 100% machen wir dann ganz am Ende, wenn wir alles durch haben. Dann hau ich alle nacheinander raus. Bam! Die muss man mit Boost hauen. Wir haben so silberne. Wo ist denn hier Boost? Ich hab noch gar keinen Boost gesehen. Du schon entdeckt? Ja, ich glaube, wenn man hier irgendwo noch. Hier war ich noch gar nicht. Ja, ja, du musst auch noch Münzen sammeln, auf jeden Fall. Ja, ja, mach ich dann privat wahrscheinlich. Guck mal, bei dem kann ich auch rein, wenn ich will. Ja, das hilft ja nicht, lohnt sich ja nicht. Das ist Quatsch. Hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Da haben wir. Einen Boost, ey! Hey, was mir weggenommen? Hey, wenn ich jemand hier hey sagt, dann bin das ich! Wie wir uns doch beide vor allem in der Mitte getroffen haben. Ja. Gleichzeitig. Wo ist denn hier ein Gegner? Ich sehe gar keinen. Mein Boost geht gleich weg. Da oben! Da sind sie. Bam! Hä? Das geht gar nicht! Nein, du hast gelogen! Das geht gar nicht! Wir müssen irgendwas mal anderes machen mit dem. Warte, hier ist ein Sprung. Jetzt brauchen wir den Sprung? Auf die drauf springen? Meinst du, das könnte helfen? Ich wüsste halt wirklich nicht, was sonst gewollt ist. Wenn der Boost nicht funktioniert. Versuch's einfach mal. Ah, warte, da ist ein Schuss! Da ist ein Schuss-Power-Up da hinten, da rechts. Der muss es sein, oder? Hallo, Spiel! Ich war gerade komplett stuck. Du bist am Sterben dort. Nee, jetzt kein. Hä?
Ach, schau mal hier, wir können das Fahrzeug wechseln. Das hier ist es wahrscheinlich, was wir brauchen, oder? Und dann das mit dem Power-Up. Mit, was ist denn das? Ist es kein Schuss? Das ist eine Feder und dann springst du. Nein. Bam. Einen habe ich gekillt, ich weiß aber nicht wie. Okay, egal. Ich versuche es einfach nochmal mit dem Speed Boost. Nur diesmal mit diesem Car. Vielleicht hilft das. Ah, okay. Das Double Teil nicht kaputt gemacht. Vielleicht müssen wir auch die Motorräder zuerst kaputt machen. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ich glaube, die kann man nebenbei machen. Warte, wo ist denn einer? Ich habe hier links einen gesehen. Du kannst auch so einen Wagen übrigens wollen, ne? Habe ich doch schon. Hast du schon vor dir. So. Warum hast du das nicht schon ausprobiert? Unfassbar. Nein, nein, guck, geht gar nicht. Ne, keine Ahnung. Ja, komm, dann killen wir wirklich erstmal die. Aber hä, schau mal da oben auf der Leiste. Noch Maschinengewehre dran. Einen haben wir schon gekillt. Ach, die hier. Die haben Maschinengewehre vorne dran, aber ich weiß nicht, wie man damit schießt. Ganz rechts ist ein. Ganz rechts auf der Map ist ein Power-Up zum Schießen. Hol dir das. Ich suche den letzten Biker. Da ist einer bei mir. Oh, hast ihn gefunden. Ich mach mir auf den Weg. Miau. Ey. Der ist einfach durch dich durchgefahren. Ja. Ey, was zum. Was denkst du, wer du bist? So, jetzt will ich mir das andere Auto zum Schießen. Das da. Oh, das zum Schießen. Ich bin geflogen. Wie ein Astronaut. Siehst du auch die Welt von oben? Klar. Ja. Das ist, glaube ich, die Feder. Nee, guck! Oh. Hab ich doch gesagt. Du glaubst mir nicht. Unfassbar. Wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Wo sind die Wegen? Wo sind sie? Da! Hä? Auch nicht! Auch nicht! Wir haben übrigens fast das Geld, ne? Theoretisch. Nee, ich glaube, wir müssen die vielleicht irgendwo stacheln oder so Feuer oder so reinschubsen vielleicht. Vielleicht gibt es ja sowas in der Art. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ich geh mal wieder zurück in meinen anderen Wagen. Hä? Das kann doch nicht sein. Wir haben ja eins dieser Car schon kaputt gemacht. Hä? Ich hab mir gerade Schaden gemacht. Wahrscheinlich, wenn man den lang genug rammt. Da, gerade Schaden bekommen. Boah, Alter, ist das verwirrend. Nein, hol mein Geld. Krieg's nicht mehr. Na, ich hab nur noch die Hälfte bekommen. Lang genug rammen, sagst du? Glaub nicht, dass das einen Unterschied macht. Die sind ja vorhin umgekippt aus irgendeinem Grund. Vielleicht muss man die einfach umkippen irgendwie und dann kann man die einmal hitten. Weil das ist ja vorhin passiert. Boing. Ah, oder gegen die Wand rammen. Oder? Guck, die nehmen jetzt gerade Damage. Jetzt gerade nehmen sie Schaden. Weil ich da jetzt den hier mache. Ja. Ja. Hat geklappt. It's a boss. Boss Car. Boss Limousine. Die Limousine, oh nein. Du weißt, wer da drin ist. Ich hab sie. Ich hab die kaputt gemacht. Da ist wahrscheinlich Lautschild drin. Den gibt's auch in dem Lego-Set. Es gibt ja so ein Shanghai Chase-Set. Oh, wusste ich gar nicht. Genau diese Autos davon sind, also die wir gerade fahren, die gibt es ja außer diese Limousine eben. Da gibt es auch Lautschilds Lego-Figur. Ich glaube, da müssen wir das gleiche machen, oder? Wahrscheinlich auch wieder. Ja, guck, einfach in die Ecke locken. Oder halt irgendwie die ganze Zeit mehrmals rammen. Oh, du kannst jumpen. Du Jumpman, du. Mach mal ein Wunder und mach den mal kaputt. Boah, er ist umgekippt. Nein, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen. Ach komm. Oh Mann, dabei waren wir so nah dran am wahren Abenteuer. Schade. Ja, aber was ich von 100% in diesem Spiel halte, wisst ihr ja sowieso. Ja. Hat mir im ersten Spiel mehr gefallen. Hallo? Ich sterbe gleich. Ah. Sehr, sehr nett.
Komm, jetzt haben wir ihn. Komm. Komm. Nein. Null. Ach man. Hä, ich bin gerade durch ihn durchgefahren. Was zur Hölle? Er ist stuck, er ist stuck. Als ob so ein TNT, so ein Dynamit, nichts gegen ihn ausrichtet. Hey, schau mal, er hat seine Rüstung verloren. Was, auf einmal nur noch ein Herz? Huh? Okay. Dieses Icon, nur er darf rein. Im Film stand ja auch auf dem Flugzeug Lautstärke drauf. Ja. Mit Ballons. So war es im Film aber nicht. Hä, was meinst du? Das ist genau wie im Film. Das ist wie im Disney Pixar's oben. Wobei es im Film ja auch ziemlich comichaft war, das hätte ich auch reingepasst. Und ist der Like oben, wird man dich loben. Das war doch so, guck mal. Na, machen wir nicht weiter. Wir wollen die Leute dazu ey, dann nicht weiter. Komm her. Im Wasserfall hingehen. Erst wenn die Leute da Like da lassen und beim nächsten Mal vorbeischauen, dürfen wir rausfinden, was dahinter ist. Der Finger oben wird von euch loben. Genau, Michel hat's verstanden. Ihr sollt es auch verstehen. Also versteht es endlich.